Hallihallo, liebe Disney Dreamland Valley Freunde, willkommen zurück, willkommen, willkommen, willkommen. Wir haben es geschafft und haben die Community Challenge komplett erledigt. Alle Aufgaben sind geschafft. Die letzte Aufgabe haben wir jetzt auch freigeschaltet, wo wir 600.000 Mal Attraktionen aufstellen mussten. Und jetzt schauen wir gleich gemeinsam hier ins Postfach rein, was uns denn hier Tolles erwartet. Wartet, ich lese mal. Erfolg, lustiger Park. Glückwunsch an alle Talbewohner zum Erreichen des Erfolgs, lustiger Park. Als Belohnung werden wir einen besonderen Gegenstand in Tischgröße erstellen. Tischgröße? Der auf den Teetassenfahrten basiert. Dieser Gegenstand wird im Aktualisierung 5 in euren Posteingang geliefert. Als Teil unseres Champions in diesem Film und alle Talbewohner bauen. Hä? Ich bin gerade ein bisschen schock in der Haus. Was? To be honest, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Ich habe irgendwie... Habe ich das falsch verstanden? Jetzt wartet. Ich mache mir das jetzt extra nochmal auf. Gebt mir ein Sekündchen. So, ich habe mir das jetzt nochmal hier im Discord aufgemacht und da stand doch Mystery Disney Parks Item. Also das wäre halt für mich jetzt irgendwie gewesen ein neues Fahrgeschäft. Oder habe das jetzt nur ich falsch verstanden? Bitte kann mir irgendjemand in den Kommentaren schreiben, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht. Und das ist das Item, was wir bekommen. Eine Teekanne. Excuse me. Ich meine, ja, sie ist süß, sie schaut aus wie die Große. Aber girl, I mean, are you serious? Disney Dreamlight Valley, excuse me, ihr macht eine Community Challenge dafür, dass wir eine Teekanne bekommen. Girl, ich hoffe, es geht echt nicht um mir so. Ich bin enttäuscht. I mean, seriously, ich hätte mir ein bisschen bessere Goodies erwartet, als wie Dinge, die wir quasi eh schon haben. Ich meine, ja, das Ironwood und Darkwood Pack war cool, weil die Sachen sind nicht einfach zu bekommen. Aber alles in allem bin ich jetzt nicht so amused about it. Ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Community Challenge. Vielleicht war aber auch einfach meine persönliche Erwartungshaltung zu hoch. Schreibt mir mal gerne, ob ihr das auch so seht wie ich oder ob ihr sagt, nein, ich bin voll happy mit diesen 500 Mondsteinen. Alles ist amazing. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen sad about it, aber natürlich freuen wir uns über 500 Mondsteine, aber irgendwie hat sich das für mich einfach so angehört, als würden wir noch ein weiteres Fahrgeschäft dazu bekommen, was eigentlich echt sehr, sehr cool gewesen wäre. Ja, aber dadurch, dass wir nochmal ein Item von der Mad Tea Party bekommen, ist das vielleicht so ein bisschen ein Hint auf Alice in Wunderland? Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben. Tschüss!